Ja, ich liebe diesen roten, menschenleeren Kontinent am anderen Ende der Welt. Bisher war ich 3-mal in Australien, aber ich weiß nie so richtig, was ich zu Hause darüber erzählen soll. Ach, allein schon dieser lange Flug, höre ich immer sagen und schweige sofort. Ich aber liebe das Fliegen. Und es macht mir gar nichts aus, 20 Stunden mit dem Flugzeug unterwegs zu sein und mir dabei die Welt von oben anzusehen. Nur ganz selten will jemand etwas über dieses ferne Land erfahren, das für so viele nur ein Synonym für Hitze und Trockenheit ist. Würde aber tatsächlich mal jemand wissen wollen, wie und wo ich denn diese Trockenheit und Hitze erlebt habe, fiele mir sofort die wasserlose Stadt Kalgoorlie im Südwesten Australiens ein. Eine Stadt, die tatsächlich bis heute über keinen einzigen Tropfen eigenes Wasser verfügt, dafür aber über viel Gold. Während des Goldrausches vor über 100 Jahren waren es Kamele, die unzählige Tonnen Wasser hierher transportierten, um die Menschen damit zu versorgen. Heute garantieren diese Rohre die Wasserversorgung. In ihnen wird aus dem über 500 Kilometer entfernten Esperance jeder Tropfen in diese Stadt gepumpt. Ohne sie wäre dieser Ort nur eine knochentrockene, lebensfeindliche Wüste. Auch Gobapedi würde mir einfallen, 2000 Kilometer von dem wasserlosen Kalgoorlie entfernt. Nicht Gold, sondern Opale werden hier seit über 100 Jahren gefunden. Auf der Flucht vor der unerträglichen Hitze und vor den unglaublichen Fliegen und Mückenschwärmen spielt sich das öffentliche Leben großenteils in ausgefrästen, stillgelegten Opalstollen ab. Hotels, Kirchen, Supermärkte, ja und selbst der Campingplatz liegen tief in den Fels getrieben. Andere Orte in der ewigen Trockenheit, wie zum Beispiel dieses Kinkunya, sterben vor sich hin, weil ihre Funktion aufgegeben wurde. In diesem ehemaligen Umschlagplatz der Eisenbahn erinnern heute nur noch Schilder an bessere Zeiten. Ach ja, und von William Creek würde ich erzählen, dem winzigsten aller Orte, in dem ich je gewesen bin. William Creek im trockenen Südaustralien besteht nämlich tatsächlich nur aus diesem einen Pub und ist dennoch als richtiger Ort in der Straßenkarte gekennzeichnet. Kaum jemand, der den Ordnung-Data-Track fährt, kehrt hier nicht ein. Und viele hinterlassen etwas von sich und pappen es an Wände und Decke. Es ist unglaublich, was ich hier gesehen habe. Selbst mit Ausweisen, Führerscheinen und Kreditkarten verewigen sich die Durchreisenden. Ein winziger, aber belebter Ort. Irgendwo im trockenen Nichts Südaustraliens. Und wie gerne würde ich von der weltweit einzigen School of the Air erzählen, die mitten im roten Herzen Australiens liegt, am Rande der Wüstenstadt Alice Springs. In Australien leben die Familien mit ihren Kindern über hunderte von Kilometern verstreut auf den einsamen Rinderfarmen. Seit 1951 werden diese Kinder des Outbacks über Funk unterrichtet. Mit diesen alten Geräten waren sie früher nur über Sprechfunk untereinander und mit der Lehrerin im fernen Alice Springs verbunden. Heute, im Zeitalter des Internet, können sich die über 100 Mädchen und Jungen der School of the Air auch sehen. Alright, well done, everybody. Goodbye, Mrs. Turk. Goodbye, everyone. Tommy Lee, would you like to have your prize?
Sie haben ihren festen Stundenplan und gehören konstanten Klassen an. Nach der Grundschulzeit müssen die Kinder des Outbacks allerdings Internate besuchen. Beim Thema Trockenheit würden mir auch sofort die unzähligen Seen des Outbacks einfallen, deren Namen so viel lebensspendendes Nass versprechen und die doch nur lebensfeindliche, salzige Trockenheit bedeuten. Da ist im Südwesten Australiens zum Beispiel der Lake Lefroy, auf dem Geschwindigkeitsrekorde gefahren wurden. Oder der Lake Hart in Mittelaustralien, auf dem das Salz den Eindruck macht, als habe es die Wellen erstarren lassen. Der Lake Robin im Nordwesten scheint überhaupt nicht mehr zu existieren. Hier kann es schon seit Jahrzehnten kein Wasser mehr gegeben haben. Und ein Salzsee, der See der Enttäuschung heißt, hat seinen Namen von verzweifelten Menschen erhalten, die sich von ihm hier, mitten in der riesigen, trockenen Gipsenwüste, Erfrischung, Leben und Überleben erhofft hatten. Seine Ufer aber nur Verderben und Verzweiflung bereithielten. Am allerliebsten würde ich freilich vom Lake Eyre berichten, von Australiens größtem Salzsee, der zu den ganz Großen dieser Welt zählt. Ihn habe ich bis an den Rand mit Wasser gefüllt erlebt. Das geschieht nur 2 oder 3 Mal in einem Jahrhundert. Dann würde ich erzählen, dass die Aborigines vor über 200 Jahren den Weißen etwas von einem riesigen See im Landesinnern berichtet hatten. Dass sich daraufhin zu Beginn des 19. Jahrhunderts Forscher aufmachten, dieses Binnenmeer zu finden, dass sie ein tonnenschweres Boot quer durch die endlose Wüste wuchteten, um dieses Meer auch überqueren zu können, und dass sie statt des Wassers nur ihren Tod fanden. Aber Australien, so würde ich weiter erzählen, ist nicht grundsätzlich so wasserlos, wie viele meinen. Das Land erlebt im heißen Sommer seine, wenn auch nicht unbedingt zuverlässige, Regenzeit. Kommt der Regen aber, dann setzt er oft genug riesige Landstriche unter Wasser und macht Straßen für Wochen unpassierbar. Gerne würde ich erzählen, wie unheimlich es ist, nachts ein gewaltiges Gewitter zu erleben, wenn das Zelt den Regenmassen nichts entgegenzusetzen hat und die pitschnassen Sachen am nächsten Morgen nur noch der Sonne anvertraut werden können. Und nie werde ich meinen Schreck beim Anblick dieser mehr als Handteller großen Spinne vergessen, der ich nachts auf meinem Zelt Asyl gewährt habe. Ganz sicher würde ich auch mein mulmiges Gefühl beschreiben, wenn mein 8-Zylinder Toyota Flüsse durchfliegen musste. Oder wie er sich auf Straßen, die in riesigen Seen versunken schienen, seinen Weg bahnte. Und dass ich lieber nicht darüber nachdachte, was ich denn wohl machen würde, ließe mich mein braver Toyota im Stich und bliebe hier und jetzt stecken. Australien steht auch für Weite, Einsamkeit und Leere. Ob ich das mag? Ach, ich liebe es.